Okay, das versuchen wir gleich nochmal. Ich habe mir jetzt überlegt, ich lasse die Werwölfe jetzt einfach mal in Ruhe, denn ich kriege ja eh gleich Verstärkung. Die macht das dann. Denn ich will den Bauhof auf jeden Fall weiter beim Tiberiumfeld aufbauen. Hier vielleicht. Verstärkung ist Ja, ich wusste eingetroffen. es. Verstärkung ist eingetroffen. So, lasst bloß meine Artillerie in Ruhe. So, da drauf. Einer ist weg. Bleibt noch einer. Ich glaube, hier kann er sich jetzt aufstellen. Sonst kommt die Raffinerie nicht mehr hin. Mach hier keinen Unsinn. Am besten ein bisschen weiter, damit du nicht erwischt wirst. Du auch. Du baust dich jetzt bitte mal auf. Dankeschön. Okay, dann können Neue wir jetzt mal loslegen. Wird gebaut. Ich werde jetzt nicht so früh hier hochgehen. Erst wenn ich genug Einheiten habe und dann am besten losstürmen. Hoffentlich klappt das so, wie ich mir das vorstelle. Bau Das könnte sehr knapp werden. So, stell du dich da auch mal hin. Bevor die noch hier durchkommen. Schieß ihn ab. Dankeschön. Nee, das war woanders hin. Komisch. Warum schießen sie denn nicht ab? Ich verstehe es nicht. Ist ja auch egal. Ein neue Infanterist macht mir keine Angst. So. Ich glaube, ich tue noch ein paar Lasertürme hinstellen. Falls der Zug hier vorbeikommt, dann ist er geliefert. Ich hoffe ja, ich habe unendlich Zeit, wenn ich nicht so weit vorne bin und entdeckt werde. Das werden wir noch bald rausfinden. Guck nochmal hier kurz. Ein bisschen mehr Sicht möchte ich gerne haben. Aber ich glaube, die Mission kann man ganz leicht schaffen, wenn man es richtig anpackt. Mal sehen. Ist hier eigentlich Weiche schon mal? Ich schätze mal, hier ist nichts. Nur Tiberium. Lecker Tiberium, das mich hier töten will. Weil ein Mensch kein Tiberium aussieht, warum auch immer. Bau abgeschlossen. Ja. Neue Baumöglichkeiten wird gebaut. Ist ja immer blöd, dass man eine Kaserne bauen muss, um eine Waffenfabrik bauen zu können. Wenn ich gar keine Menschen will, dann hole ich doch nur Panzer. Muss Bau aber auch abgeschlossen. Gehen. Aber scheinbar, nö. Geht's halt nicht. Neue Baumöglichkeiten wird gebaut. Oh, oh, was sucht der denn da? Hilfe! Lässt er mich in Ruhe? Oh, Glück gehabt. Wo schießen die überhaupt hin? Oh, nicht gut. Die kommen tatsächlich zu mir. Och, nö, das war unklug. Hätte sie nicht so ohne Schutz da stehen lassen sollen. Aber sie können sich auch selbst helfen, wie man sieht. Die brauchen halt nur ein bisschen. Ist aber schlecht, wenn die jetzt im Tiberium stehen. Da gehen sie nur kaputt. Kommt mal zurück. Bisschen. ja. Sieht eigentlich sehr ungefährlich aus. Hier oben rechts kommt ein Ubergan mit einem Transporter, hier unten dann zum anderen Zug. Aber falls der Zug hier durch will, ist er geliefert. Hoffe ich mal. Mal sehen, ob Bau das so aufgeht, wie ich mir das vorstelle. Neue ein paar Lasertüren. Wird gebaut. Wird gebaut. Einer. Bau abgeschlossen. Mach ich den lieber hier hin oder hier hin oder hier hin? Ich mach sie. Zu wenig Energie wird gebaut. Im Reißverschlussverfahren. Falls das klappt. Wegen den Bäumen hier. Wegen den Sträuchern. So. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Ist ja gut, dass hier kaum Angriffe kommen. Das ist sehr angenehm. Und ungewöhnlich. Gerade bei schwer. Da bin ich ganz anderes gewohnt.
Bau abgeschlossen. Wird hoffentlich gebaut. Reichen die dann, wenn ich hier so 20 hinbaue. Aber Artillerie kann ich scheinbar noch nicht bauen. Vielleicht brauche ich dafür auch eine Funk- und Radarzentrale. Das wäre natürlich logisch, ein bisschen. Oh. Einheit bereit. Wird gebaut. Wenn die vordere Reihe eventuell nichts ausrichten kann, kann es immer noch die hintere Reihe. Und außerdem sieht es schön aus. Deswegen werde ich jetzt auch keine Betonplatten oder Mauern bauen, weil ich... ich habe hier keine Angriffe zu befürchten, scheinbar. Deswegen wäre das vergeudetes Geld. So. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Ich glaube, das Tiberium soll auch irgendwie andeuten, dass die Mission nicht so lange dauert. Ist ja nicht sehr viel da. Deswegen. Wird gebaut. Man kann ja nicht viel machen. Man geht ein Stück vor und wird sofort entdeckt. Deswegen ist es wohl so geplant, dass man hier erstmal 1000 Panzer baut und sich dann entdecken lässt und dann mit Megaspeed hier durchrusht und Umagan aufhält. Bau abgeschlossen. So. Weg. Gebaut. Ich bin ja froh, dass die auch ohne Energie funktionieren, was irgendwie keinen Sinn ergibt. Aber ist mir ganz recht. Einheit bereit. Einheit bereit? Wo? Da. Ha. Geil. Geil. Drei Sammler. Und nur 400 Dollar. Falls es Dollar sind. Vielleicht auch eher. Tiberium-Einheiten. Da. Zu wenig Energie. Wird gebaut. Vielleicht sollte ich schon eine dritte Reihe bauen. Keine Ahnung. Die sollten doch schon hier hochkommen, denke ich mal. Geht doch. Warum müssen sie repariert werden, wenn man sie gerade erst gebaut hat? Bau abgeschlossen. Das habe ich nie verstanden. Das ist auch nur manchmal so. Sehr komisch. Wird gebaut. Bauen wir noch mal ein paar. Wird gebaut. Bevor das Tiberium alle ist. Ihr steht gleich im Weg. Wo tue ich euch hin? Kommt nur ein bisschen zurück. Bau abgeschlossen. So. Hier hin. Wird gebaut. Also über diese Brücke kommt keiner mehr. Wenn es auch so Obelisken zur Verfügung ständen, wäre es auch geil. Dann könnte ich hier an den Seiten noch ein paar hinstellen. Sieht dann richtig geil aus. Man kann eine richtig schön stylische Kunstwerke erschaffen mit Quantenkugeln. Bau abgeschlossen. Einheit bereit. Spielt ja dann auch viel mehr, wenn ich viel mehr Sachen zum Bauen habe. Und auch Mauern und Tore mit einbeziehe. Aber hier bei so einem kleinen Action mit Kanten und Erhöhungen ist das sehr schwer zu bewerkstelligen. Und so wenig Tiberium vorher. Das ist der größte Nachteil hier. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Oh, fast kaputt. Ich kann keine Werkstatt bauen. Und am Ende kommt da gar kein Zug durch. Dann Bau abgeschlossen. Aus. Dann war das alles für die Katz. Ich hab's gewusst, hier geht's irgendwann nicht mehr. Mist. Einheit ach, das bereit. Ist weil. Ja, okay. Na gut, probieren wir es. Vielleicht reicht ja so. Bauen wir den noch hier hin. Dann war's das erstmal. Ich speichere auf jeden Fall. Ich hab's vorhin ganz vergessen, im vorigen Video. Ab und zu mal zu speichern. Aber eigentlich will ich es ja ohne ständige Speicherstände hinkriegen.
Aber das ist so ziemlich unmöglich bei dem Schwierigkeitsgrad schwer. Muss man schon sagen. Es sei denn, man hat schon tausendmal gespielt und weiß genau jeden Gegner, wie er kommt und wie er schießt. Wir brauchen Silos. Ach, brauchen wir das? Das ist dann nicht sehr schön. Dann brauchen wir doch mal eins. Wird gebaut. Bevor das Geld futsch ist. Zu wenig Energie. Noch brauche ich eigentlich keins. Noch genug Platz. Einheit bereit. Hoffentlich reicht eins. Bau abgeschlossen. Warum ist er jetzt schon wieder... Habe ich den nicht repariert vorhin? Ich baue einfach noch so 100 Panzer, bis ich kein Geld mehr habe und dann... Ja, ich hätte gern irgendwie Flugzeuge, mit denen ich dann dahin düsen könnte. Aber die kann ich nicht bauen. Später kann ich ja so UFO-Viecher bauen, glaube ich. Von denen wurde ich angegriffen, als ich noch GI gespielt habe. Deswegen denke ich schon, dass ich die später dann bekomme. Das wird auf jeden Fall sehr geil. Allein wie sie aussehen. Einheit bereit. Keine Bambis, ich will keine Bambis. Die sind so schwach. Nur gegen Infanteristen sind sie gar nicht mal so schlecht, muss man sagen. Aber ein Schuss vom Titan und der schon zur Hälfte kaputt. Deswegen hat es keinen Sinn, $500 dafür auszugeben. Aber ich liebe es, wenn ich mal ein bisschen Vorbereitungszeit bekomme und nicht dauernd angegriffen werde. Da kann man sich schön vorbereiten. Da sind die Möglichkeiten doch gar nicht mal so begrenzt. Wenn man mal davon absieht, dass man hier gleich entdeckt wird und es dann losgeht. Man kaum Zeit hat. Einheit bereit. Ich sehe nicht, ist die Raffinerie... Woher? Warum? Geht mal da weg. Okay, die ist voll. War nur eine Sinnestäuschung. Ich würde ja gerne irgendwie mal so Infanteristen für Panzer tauschen können, aber das geht nicht in Command Conquer. Dann würde ich die hier gleich mal weg tauschen. Die sind einfach zu langsam. Mit denen kann ich nichts anfangen. Den können nur als Verteidigung gerade dienen. Immer ein bisschen... lass zu wenig Energie. Ich ignoriere es einfach, diese feengrünen Blöcke. Einfach sinnlos. Einheit bereit. Oh, bin ja gespannt, wie die Notmods sich bewähren. Die sind ja auch normalerweise sehr schnell kaputt. Aber dafür sind sie mega schnell und haben geile Raketen. Ich glaube, Tiberium Wars haben sie aber sogar zwei Raketen. Hier haben sie nur eine. Wenn ich nicht irre. Ja, immer nur eine. Dann ewig warten und dann endlich die nächste. Okay. Oder er schießt die zwei Raketen so schnell aufeinander folgend auch, dass man sie gar nicht als zwei wahrnimmt. Aber das glaube ich eher weniger. Es ist unwahrscheinlich. Wenn hier noch ein bisschen Tiberium wäre, würde ich gleich eine zweite Raffinerie bauen, aber so müssen sich eben drei Sammler eine teilen. Ist auch nicht so schwer. Ich glaube, es war auch ganz gut, um 30 Schuss erfahren zu machen, das kämen die Sammler gar nicht mehr hier durch. Müsste mal außen rumfahren. Der war schon ganz klug. Mal
Mal sehen, für wie viel Panzer es reicht. Ich könnte hier eigentlich, solange ich nicht angegriffen werde, die ganze Sache ein bisschen beschleunigen. So, ihr habt ja gesehen, ich habe die ganzen sekundären Speicherstände gelöscht, die ich gar nicht brauchte. Die ja nur für die vorige Mission waren, damit ich da ein bisschen besser durchkomme. Aber ich werde dann am Ende natürlich wieder alle Speicherstände zum Download anbieten. In der Videobeschreibung des Finales. Und da sollen dann nur die wichtigsten dabei sein. Von jeder Mission eine. Ein Speicherstand. Einheit bereit. So geht das schön viel schneller. Das macht doch viel mehr Spaß. Zieht sich nicht so lange hin. Oh shit, Basistürme. Ich hasse Basistürme. Einheit bereit. 1000 Werwölfe. Das wird schon mal bestimmt nicht leicht. Einheit bereit. So, ich werde dann, bevor ich hochgehe mit einer Einheit. Einheit bereit. Heißt natürlich speichern. Und jetzt schon wieder. Ich glaube, es lohnt sich gar nicht jetzt, oder? Einheit bereit. Für das bisschen, ne? Ich will nicht noch ein Silo bauen. Ich hasse Silos. Ich reg mich schon immer auf, wenn ich eins bauen muss. Ich habe als Kind nie eins gebaut. Hab natürlich dadurch ganz viel Geld verloren immer. Einheit bereit. Ja, na gut, bauen wir eins. Wird gebaut. Ich will jetzt kein Geld verlieren. Wird gebaut. So. Das war wohl Rettung in letzter Sekunde. Einheit bereit. Jetzt ist es voll. Aber die zwei reichen auf jeden Fall, sag ich euch. Einheit bereit. Einheit bereit. Gleich ist Tiberium alle, da muss es losgehen. Einheit. Aber ich denke, ich kann es auch jetzt schon mal versuchen. Denn dieser Stock hier, der sorgt ja immer für Nachschub, auch wenn es nur ganz langsam passiert. Na gut, dann. Einheit bereit. Nein, das wollte ich gar nicht. Okay, können wir mal gucken, was wir heute machen müssen. Finden, zerstören Sie die Zinsen. Ach so, das muss ich auch machen. Gut zu wissen. Bleiben Sie bei in sicherer Entfernung. Ja, wie soll ich das denn machen? Natürlich mit einer Artillerie vielleicht. Nachdem Sie die Sensoren sich zerstört haben, rücken Sie vor und erobern Sie die. Was? Die Klinik erobern? Das wusste ich gar nicht. Okay, gut zu wissen. Richtig gut zu wissen. Dann brauche ich einen Ingenieur. Den brauche ich aber erst später, wenn ich ein bisschen Platz habe. Speichern wir erstmal und dann versuchen wir es mal. Dann muss ich erstmal laufen. Oder fahren. So, jetzt aber. Die sollten noch reichen, hoffentlich. Mal sehen. Ich glaube, ich kann die Brücke auch gar nicht. Ach du Sch. Dip, dip, dili, di, 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 di. Und aus diesem Grund speichert man. Ups. So. Ich habe ganz vergessen, dass da welche waren. Aber ich dachte, die wären schon früher gekommen. Aber das waren nur Werwölfe. Und kein Titans. Wir müssen erstmal die hier vor. Könnt ihr eigentlich meine blöden Infanteristen entschicken, die mag ich eh nicht. Die haben es vorhin auch alleine geschafft. Im vorigen Video. Boah, wie viel Tiberium schon wieder. Der strengt sich aber an, dieser Stab, dieser Stock, dieser Riptarius, was auch immer da steht. Hab ich auch noch nie gelesen. So, das schafft ihr doch, bitte. Einheit bereit. Action! Könnt ihr auch mal ein bisschen helfen irgendwie?
Einheit verloren. Sehr nett, aber nicht getroffen. Einheit verloren. Sieht doch sehr viel besser aus als vorhin. Wegen dem Artillerie-Spiel. Einheit verloren. Sehr schön. Ja. Ne? Speichern. Dann mal vor. Okay. Eigentlich wollte ich aber erst mit den Artilleries angreifen. Einheit bereit. So, hoffentlich klappt das jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Da bin ich ja nicht mehr. Wird gebaut. Ich glaube, die gehen jetzt zu nah ran. Kommt, ihr könnt doch weit schießen. Zeigt mal, wie können. Nicht so nah ran. Bleib stehen, bleib endlich stehen. Dankeschön. Nein, warum fährt er weiter? Vergesst es. Viel zu nah. Ja. Okay, dann müssen wir jetzt mal durchwaschen. Nehme ich an. Was macht der? Der kann doch... Der kann von hier schießen. Sie haben ihn erwischt. Sie haben... Das war bestimmt der Zug. Genial. Ich glaube, dann könnte das jetzt sogar funktionieren. Ich muss erst hier hochgehen. Ey, ich glaub's nicht. Wir können nicht hochschießen. Zu wenig Energie. Das kann man ja nicht für möglich halten. Jetzt schießt er mich gleich selber ab. Bleib mal schon hier jetzt. Der kann schießen, aber der nicht. Oder was? Interessante Scheiße. Einheit bereit. So, Umagan, wo bist du? Ich glaube, sie ist schon nach unten. Ukraine hat den Schiedsrichter versucht, den Sektor in den Zug zu verlassen. Wie komme ich am besten nach unten, ist die Frage. Ich will nicht durch diese Basis haben, aber ich muss wohl. Oh. Tötet ihn. Tötet sie. Im Tiberium braucht es ja Wolverines. Das sind dann weibliche plötzlich, komischerweise. So, weiter. Oh, toll. Toll. Ja, ich muss wohl an den Basis hier vorbei. Ach du Kacke. Einheit verloren. Umagan schon da. Einheit verloren. Kann jetzt auf den anderen Zug ewig warten. Einheit bereit. Einheit verloren. Ja, toll, wenn die sich hier selbst behindern, dann ist das natürlich sehr suboptimal. Einheit verloren. Das bringt dann nur. Einheit verloren. Pech. Einheit verloren. Wie schlecht ist das denn? Ich hätte gar nicht so viel Lasertürme gebraucht, glaube ich. Einheit verloren. Nicht auf das Schild schießen, auf den Gegner. So, jetzt einfach nur nach unten. Die GDI hat sie entdeckt, ich weiß es. Ach du Scheiße, die sind böse. Diese Raketenwerfer oder was auch immer. Einheit verloren. Saustark. Da komme ich doch nie durch. Ich muss den anderen Weg aussuchen, glaube ich. Einheit bereit. Irgendeinen anderen Weg muss ich finden. Hier habe ich, glaube ich, keine Chance. Einheit verloren. Ich gucke mal schon hier ein bisschen. Einheit verloren. Ob ich irgendwie hier durchkomme. Einheit verloren. Einheit verloren. Keine Ahnung. Ich glaube, ich hätte den Artilleries einfach von weitem abschießen. Oh. Kommt wieder natürlich spät die Erkenntnis. Einheit verloren. Aber vielleicht schaffe ich es ja noch. Einheit verloren. Mal sehen. So. Ist doch fast geschafft. Einheit bereit. Ansonsten lade ich einfach neu und dann finde ich hoffentlich einen anderen Weg. Jetzt muss ich noch mehr Einheiten bauen. Die haben auch so viele Verteidigung hier. Da greifen sie mal einmal nicht an in der Mission, dann haben sie 1000 Verteidiger.
Hier ist wahrscheinlich wieder eine Sackgasse, Schwäche drauf. Vielleicht gibt's hier jetzt irgendwie Geld oder irgendwas Geiles. Gesundheit bitte, Gesundheit. Oh, Geld. Geld brauche ich doch gar nicht. Ausnahmsweise mal. Einheit bereit. Basis, die mich nicht interessiert. Ich muss eigentlich nur auf Umaganda. Ich glaube, ich muss sie töten oder nur anschließen, wer weiß. Das denn schon. Lieber nicht mit allen drauf. Mal sehen. Ich speichere kurz. Wir brauchen Silos. Unter zwei. Wird sich zu dem normalen Speicherstand entwickeln, wenn das jetzt geschafft wird. Mal sehen. Die Einheit verloren. Gut. Ja. Erfolgreich, gut. Das kam fast überraschend. Einheit verloren. Gekannt? Ja. Cool, das habe ich nicht mal mehr für möglich gehalten. Das war schon gar nicht mal so leicht. 7 Minuten nur. Wow. Okay. Ich glaube, es kommt keine Sequenz jetzt, weil jetzt noch die andere. Doch. Ein widerliches Exemplar. Aber trotzdem stark. Gefangene. Ich werde nicht nochmal fragen. Wo ist der Tacitus? Ihr profitiert doch von der Technologie des Friedensmutant. Warum verratet ihr die Bruderschaft? Die Erleuchtung ist eine Lüge. Sie bringt uns um. Kane benutzt euch bloß. Er schießt das Biest. Wartet. Sie weiß vielleicht etwas. Was macht sie da? Sie klemmt ihre Hauptschlagader am Knochen ein. Ich habe das schon mal in den Lagern gesehen. Sie wird ohnmächtig. Sie stirbt. Eingreifen. Warte. Der Miniaturpeilsender ist aktiviert. Sie führt uns direkt zum Ziel. Omagan hat uns direkt zum Mutantenhauptquartier Nord geführt. Ihr greift an, verkleidet als GDI-Truppe. Die Mutanten beschuldigen die GDI und unterstützen uns ab sofort. Wir müssen nur erst diesen kleinen GDI-Außenposten hier erobern, indem wir dann unsere Angriffs-Cyborgs herstellen. Viel Glück, GDI. Tja, Umagan ist ja schon cool, aber ich bin jetzt echt gespannt, ob ich die andere Mission jetzt noch erledigen kann. Wahrscheinlich habe ich wieder die falsche gewählt. Wir kontrollieren jetzt bald die Mutanten. Ihr Hauptquartier liegt nördlich der Landestelle. Die GDI-Einheiten, die ihr für diese kleine Kriegslist braucht, halten einen kleinen Stützpunkt im Südwesten besetzt. Besudelt nicht länger den Namen der Bruderschaft. Lasst das ganze Gewicht der Schuld auf Solomons Schultern ruhen. Okay, ich habe die falsche gewählt vorhin. Also ich muss jetzt nochmal die andere Mission wählen beim vorigen Auswahlbildschirm, damit ich auch alle mal gespielt habe. Leider. Ich habe gedacht, das wäre die richtige Unser gewesen. Stützpunkt wird angegriffen. Ich speichere erstmal hier der Wolf im Schafspelz. Und dann mache ich die andere Mission noch erst zuerst. Also bis dann, macht's gut und tschüss.